Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kif. Nee, nein, Gibbe ist a Cthulhu Adventure, so rum. Ich erinnere mich noch daran, dass ich am Ende der letzten Folge entweder sogar sagte oder mir nur dachte, ich muss daran denken, das und das zu machen. Und wisst ihr, was ich nicht mehr weiß, was es war? Wir haben diese Sage jetzt angehört mit dem Ganzen. Ich weiß, dass wir die Sache mit dem Y klären müssen. Also irgendwas Schleuderkessel? Not a chance. Ja, sein können. He wouldn't appreciate it. Habe ich das eigentlich schon mal gemacht? He wouldn't appreciate it. Ich meine, Leuten meinen Stuff angeboten? That is just wrong. Man weiß ja nie. That would be awkward. Kann ich meinen Müll eigentlich in die Schüssel machen? That would just make more trash. Warum? Der wäre verpackt, dann das wäre doch gar nicht so schlimm. He wouldn't appreciate it. Habe ich das schon gefragt? Weiß ich nicht. Oh, heck no. Okay. Die Gegend angeschaut und so habe ich ja nämlich schon. Diese Dame hier. Kann ich eigentlich... Warte mal. Kann ich, Scheinwerfer, kann ich was machen? Komm mal hier runter. No light bulb in it I could break. Not that I'd want to. Nah. Was? Nah. Something else would fit here. Meint er in die Schüssel oder dahin? That would make for a shocking experience. Now we need this thing working. Kann ich das eigentlich? Wouldn't affect it. This thing is heavy metal. Okay. Ich habe aber auch aktuell nicht wirklich Munition oder so, ne? Aber wozu habe ich denn die Dinger hier hingemacht? Ich meine... Why would I do that? Kunst oder so, was weiß ich. Not what I want to project. Wir wollen ein Y projecten. No light bulb in it I could break. Not that I'd want to. Warum ist da... Oh, bin ich mit meinem Kinn gegen das Mikrofon gestoßen und merke gerade, dass das Mikro viel zu nah an mir dran ist. So, wieso sagt er, dass hier keine Glühbirne drin ist? No light bulb in it I could break. Not that I'd want to. Wir haben doch eine reingeschraubt, oder nicht? I think it requires a light bulb. Actually, I'm positive. Aber... I wouldn't know what to do with it. Es leuchtet doch schon. Lass das nicht ein Bug sein oder so. Lass das einfach nur keine richtigen Funktionen... Also keine richtige Funktion gerade sein. Das machen wir. What can you tell me about this bus ticket? An incisive voyagerial metaphor, rectangularly encased in an obviously sarcastic homage to utter futility and cavalcading materialism. Das kommt mir bekannt vor, ich glaube, das habe ich schon getan, ne? Kann es sein, dass wir es bei allem schon getan haben? What do you think of this cauldron? An unrelentingly piercing allusion to corporeal in the almost puritan. You nailed it on the head. Ja, ich glaube, das haben wir alles schon gemacht. I'll leave you to your critique. Indeed, indeed. Okay, müssen wir vielleicht kein Y projizieren, sondern das Y... guck mal, ein neuer Mensch. Ein Mädchen mit einer Katze. Hallo. It's a girl with a cat on a leash. That's an interesting cat there. Behave, kid A. I know, you haven't said or done anything. Just saying. Hello, little girl. Hi. My name's Buzz, and this is my cat, kid A. Nice to meet you. I'm Maria, and this is Xx. What in the name of all that is sacred and holy? Your kitty can't talk. Yes, she can. For some reason, people don't usually notice. Oh my god. Is she magical? As magical as they come. Cool! Warum merkt er nicht an, dass der... Das... Ach hier, das ist ein einzigartig aussehendes Hündchen. Genau. Oh, guck mal, wie es auch hechelt. Ist das süß. Was machst du so, Maria? Hast du zufällig ein schwarzes Mädchen gesehen? Na? Ich bin ein Tourist. Bis später. That's a unique looking doggy.
He's not a doggy, silly. Can't you see he's a kitty cat? We're really stretching the definition here. But how come he barks? Well, he was raised by a doggy. Duh. His adoptive mommy was a Carpathian sheepdog. Oh, nice. An actual son of a... That's a very cool and unique story. So, his name is, Kiskis? Uh-huh. That's how you get his attention. I want to name him something else, but I haven't come up with anything better yet. I understand. Kiskis! I am now the second most embarrassed cat around. Wieso sagt er immer Kiskis? Warum macht er nicht einfach Kskss? Ist das so ein Ding, was nicht jeder kann wieder? Also Kskss machen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der es nicht kann. Aber so oft habe ich das auch nicht Menschen gefragt, ob sie Kskss aussprechen können. Keine Ahnung. What are you up to, Maria? Oh, just walking Kskss. He gets real antsy if I don't walk him at least twice a day. He likes that, huh? Yeah, he's the happiest kitty when he's in nature. I'd love to take him on a walk in the hills or in the mountains, but Mom and Dad won't let me. It's too far away. I see. Did you happen to see a black girl around? No, I would have remembered that. Almost everyone around here is pasty white. It's so boring. Well, it hasn't been sunny in a while either, has it? No, and weather's been crazy lately. Thunderstorms out of the blue! That's why I can't walk in the hills anymore. Uh-huh. I'm a tourist. What can you tell me about Forumaris? Well, everyone says nothing ever happens here, so... God, I hope that's true. Catch you later, Maria. See you! Okay, ihre Eltern erlauben mir nicht, in den Bergen damit spazieren zu gehen. Jetzt muss man irgendwie rauskriegen, wer ihre Eltern sind, oder? Ich gehe erstmal wieder zu dem Opa und versuche ihm das Y unterzujubeln. Tatsächlich ist das Radio auch immer noch an. Das hier? No, man, I don't want to hurt the guy. Du sollst ihn doch nicht abschießen. Buchstabe? Letter? What letter? The Y. What? What? No. Come back with... Ich hab ein verdammtes Y. Gotta scoot. What? Ja, pst. Ruhig jetzt. Ha, ha, ha. It's your boy. Wait, no. It's your main man, Yanku. And we'll be spending the next hour or so together. So, back on, everybody. No, seriously. Whether you are in an autonomous or animal traction vehicle, where... Bei der Oma brauche ich ja erst vorbeikommen, wenn ich das mit ihm hier gelöst habe. Also lohnt es sich eigentlich nicht, dorthin zu gehen. Und bei den beiden muss ich erst trinken können. Das Y kann Dude. Ich denn auch nicht unterjubeln. Hey, Here's a weather update. Look, I'll... We have no idea what's Doesn't... happening anymore. No. Weather. Warum nicht? Warum habe ich das Busticket noch? I don't think they drive. Some kind of a joke? And what's this hurricane? Was ist denn mit dem Typen außerdem? Kann ich dir... Nah, Hurricanes? In Huch, bleib hier. And not only that, apparently it's messing with... Mann! I doubt he'd appreciate... Whoa. Ich glaube, das brauchen wir eigentlich. Oh, I think he's good on the chemicals part. Ich glaube, das müssen wir irgendwie vorher mischen und trinken. Oh, come on. Damit uns der Schnaps von denen da hinten nicht mehr juckt oder so. No. He's... I'll give it back. I promise. No, man, that's rude. I don't think he represents, if any... No way. Müssen wir hier, warte mal, kann ich den runterschießen oder so? Dass es nur noch einen gibt, den die Frau da haben kann. Was ist halt doch komisch, dass ich nie mit der Frau selber interagieren kann. Das ist so ein bisschen, weiß nicht, Gasthofschild. Kann ich das runterschießen? Again with the van. Also nicht, denke ich. Zur schlecht beleuchteten Straße geht der ja nicht. Zumindest nicht. Mann, ich habe hier schon wieder so eine Drecksfliege, ne? Oh
Okay, Statue. Kann jemand eine Statue irgendwas? He's just stone and... Das Rathaus. Brauchst du eine Schüssel für deinen... Hallo? Hallo? She doesn't need it. Okay, danke. She doesn't... What is wrong with me today? Was? Okay. Die rote Tür komme ich nicht. Das hier irgendwie? Oh, come on, boy. Die Schüssel? Not give... I'm ha- A big... Oh, yeah! This is... Okay, okay. Anscheinend das nicht. In die Tür geht er ja auch einfach nicht rein, ne? I am the one who... Ah, ja. Come to think of it. Ich erinnere mich. Wozu ist sie da? Wo finde ich ihre Eltern? Sind ihre Eltern hier hinter der roten Tür? Kann das sein? Hier ist nur das Kabel. Das kann ich aber nicht abschießen, ne? Let's just stop it with the vandal. Na gut. Aber was... Alter Schwede, gerade voll. Hier sind gerade Eltern unlang gegangen. Die gehen hier gerade noch vorbei mit 1, 2, 3, 4 Kindern. Und die haben alle gebrüllt gerade, aber volles Rohr. Da habe ich mich so erschrocken, dass ich erstmal nach draußen gucken musste. No way, dude. That- okay. Ich hätte gerne eine Hotspot-Anzeige oder sowas. Und ich hätte gerne eine verfickte Fliegenklatsche hier gerade. Nico, kannst du mir helfen mit deiner dämlichen Schleuder? Not giving it. Na gut. Kann ich dir einen Topschnitt verpassen oder dir die Gabel ins Auge stechen? Tut er das? Oh Gott, was tut er mit der Gabel? Manchmal geht er einfach los. I think. Ja, ja. So. Not a good idea. Kann ich dich mit Müll überschütten? That would in- Warum sollte ihn das beleidigen? He does. Ich muss irgendwas mit diesem Kacklicht machen, aber meine Hasen rasten auch aus. Ich muss es irgendwie hier in das Licht halten oder so. Aber ich weiß nicht, was an der Stelle richtig ist. Alter Mann, hilf mir mal. Also gehören diese Masken nur... So, these masks only obey the rightful owner of the castle? Yes. Him and only him. And they fear no one. No one? Fear? No. Revere? I suppose if ever Miwara and Azor would cross their path, they'd lay their weapons down before them, for their tale has been passed down through them for generations. So you really believe Miwara and Azor still roam the hills and mountains? Who's to know, my young friend, what truly is out there? They might yet tread those paths again. Who's to know? That mural over there. Die Geschichte haben wir ja in der letzten Folge. I'll be off now. Have a nice evening. You too, young man. Goodbye. Haben wir in der letzten Folge schon gehört. Deswegen würde ich das jetzt gerade nicht machen. Wir haben die wunderschönen Weiden angeschaut. Stadtmauern. Das quatscht da gleich wieder irgendwie. Yeah, that- Vandalismus-Kram. Ich habe hier... Geh mal kurz weg. Geh mal kurz weg. Ich habe hier keine Steine oder sonstiges, was ich einsammeln kann. Was übersehe ich denn schon wieder, verdammt nochmal? Kitty, hast du irgendwas Sinnvolles zu sagen? Immer noch böse, weil du vermenschst... Ein schrulliges Paar. Was denkst du, ich vertraue dir? Gift, das haben wir schon gemacht. Luca, wie gefällt dir Transsilvanien? Verstehst du irgendwas von den Buchstaben Glühbirne und Quatsch? Are you understanding it? I'm afraid I don't, my Glabra. Non-Harry. I thought. Stay up. We obviously need to find the letter Y somewhere. I can't believe I actually had to spell that. Did you just say that? Unintentional. Circumstantial. Forget about it. Let's continue our quest. A barking cat, huh, kitty? Yeah, it's like that now I've seen everything bit in cartoons. Think we could somehow use this kind of peculiarity to our advantage? Nothing really surprises me anymore, so why the heck not? Aber
Wer denn jetzt von einem bellenden Hund beeindruckt? Warte mal, muss ich vielleicht das auf die Herzform machen? I'm not a vandal. Du sollst das nicht kaputt machen, du Vollidiot. Also... It's an allegedly indestructible slingshot. We'll see about that. Wie mache ich die denn kaputt? No forking necessary, it's functional. Die Kutsche drüber fahren lassen? Wo ist denn hier was Dinge kaputt macht? Vielleicht müssen wir den Gummi einfach nur rauskriegen. Warte mal, können wir... Nee, wir können nur Maria und das What macht er wrong? Nicht. Das macht er nicht. Jeez, no! Du sollst doch nicht das Kackpferd töten. Du sollst mit der Kutsche drüber fahren. Oder sonst irgendwelchen... Achso, das ist in die Bar rein, ne? Wie? Oh, was ist gerade passiert? Warum? Ha! In your face, kid! Man, that stuff was powerful! Okay, jetzt habe ich einen Gummi und einen Y. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und versuchen, das ins Licht zu halten. Aber falls das nicht gehen sollte, gehe ich zu dem Opa zurück und gebe es ihm direkt, würde ich sagen. So. Y. In den... Oh mein Gott. Es wäre cooler, wenn die Anzeige irgendwie am Rand oder sonst was wäre, dass man nicht ständig... Nein, hör auf jetzt. So, Scheinwerfer. There we go. It will now project a Y on that heart shape. It's neatly divided into 9 parts. I guess that's my password right there. This? It's neatly divided into 9 parts. I guess that's my password right there. Okay, kann ich jetzt den Gummi eigentlich? Ist das ein Helm? What do you know? Got myself a cute little makeshift helmet. That would... Warum habe ich mir einen Helm gebaut? Ich sehe nicht mehr durch. Das ist einfach alles reiner Zufall, was ich hier tue. Okay, achso, Passwort zu dem alten Herrn erstmal. Oder sollten wir zur Oma? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen erstmal hier rein. Braucht jemand von euch einen Helm? No, and it wouldn't. Dir? Nein. Okay. So. Yes, what? Where was I? How should I know, son? What? Never mind. Achso. Bye. Bye. Ich dachte, es geht jetzt, nein, hör auf. Ich dachte, es geht jetzt um das Passwort mit dem also. Aber okay, geht's halt nicht. Dann gehen wir... Visitenhelm? None of them. Okay. Dann Oma. Warum konnte ich mir denn noch was angucken? 9 pieces. That's right, Chiclet. Go on in then. Wait. I look at you now in this light and... Oh! Oh? Corvinus! I... Forgive me for doubting. You know. Of course you know. You are back, Corvinus! I'm sorry, is this like some access granted ritual I'm not completely understanding? Corvinus! Corvinus Redivivus! She's gone. Well, someone got really excited about you for some reason. There's that. She was also married and more than a century old. There's that, too. Let's just go in and figure out this blackout. Corvinus! Corvinus! Shut up, kitty! Okay. Dann mal rein mit uns in die coole Stube. Ist das das Kabel? Ja. Okay. Eine Luke. Ex-Sprossen und Sprossen oder was? Warum kann ich die Messer nicht rausziehen? Oh, hier gibt's so viel zu gucken. Ich fang mal an. It's a withered portrait of a man with a fiercely intense stare. There's something about him, something strange but familiar.
I can't put my finger on it, but I feel like I know this guy. Well, not no-no. Like I've seen his face before, but where? Hinten im Hof auf diesem einen Porträt. Man, this is really frustrating. Who the heck does he remind me of? Friend? A neighbor? Someone in my family? Huh. Who cares? Huh. Stop dwelling on it. I really feel drawn to it. There's nothing to do with it, just, I guess, admire it? He looks so familiar and I can't place him. Who does this guy remind me of? Aha! Uh-huh. So that's where the cable goes. Oh, I can sense it coming. Why couldn't it just be an eye-level hatch? Why? I just hope it's not locked. It's not, right? I'm not exactly short, but that hatch is way out of reach. Go get that hatch, girl! Fine. Ouch! Ist sie jetzt offen oder zu? They protrude out of the wall like little fragile bones, bathed in the red disturbing light cast from that sinister window. Easy there, Lovecraft. This was definitely a very convenient ladder at some point. Not anymore, though. Had they still been a ladder? Yeah, definitely. Easy there. Yeah. Liebe Leute, wisst ihr was? Ich mache an der Stelle jetzt mal eine Aufnahmepause und wir schauen uns in der nächsten Episode hier weiter die Gegend an und ich hole diese Fliegenklatsche und werde zum mehrfachen Mörder, verdammt nochmal. Es regt mich so auf, dass die auf meinen Armen und so landen. Ekelhaft. Bis in der nächsten Folge. Bis gleich quasi. Tschüss.